Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom PC-Werkstatt-Simulator, dem PC-Building-Simulator. Eigentlich sollte es ja auch nur angespielt werden, aber mittlerweile sind wir schon ganz schön lange unterwegs. So, auf dem Weg ist der Kollege. Dann bin ich mal gespannt, was wir hier noch so haben. Hexen vom Biestglück, was? Was ist denn jetzt los? Das ist wieder dieser, oh, das ist wieder dieser Movie-Maniac-Typ. Was hat er denn jetzt gemacht? Irgendeine vermutlich Studio-Bosse-Gelegenheit, 4K-Fassung, die mittlerweile unaktioniert, fast den Anschluss, wollten die gar kein Geld verdienen. Die DVD taugt nix, Störgeräusche, Laserdisc, Heimkino-Version, bla bla bla. Jubiläum-Horrorfilm, Ubisoft, Alter, was? Geringfügig weniger legale Kopie aufzutreiben, bevor sie... Oh. Dunkler Teil des Endes, wir erkunden den Planeten Beastclip nicht nur, weil wir einfach neugierig sind, sondern wir müssen auch wissen, was sich auf deiner Seite verbirgt. Ein toller Charakter, stimmt sich zu. Aber egal, jetzt hat mein Computer ein Virus. Können Sie vielleicht einen Check vornehmen und das System reinigen? Wie geht's, wie steht's? Wheelcheese Mintymail.cool. Mein Spielrechner will nicht mehr so hochfahren, aber ich habe nicht die leise Schimmer, was mit ihm los ist. Können Sie vielleicht eine Diagnose stellen? Eigentlich scheint er ordnungsgemäß zu starten. Der Lüfter dreht sich, aber dann ist im BIOS-Bildschirm Schluss. Können Sie mal nachschauen, gegebenenfalls reparieren. Okay. Reparatur erforderlich! Hallo. Neulich habe ich also meinen PC gekillt. Es lassen sich einige ziemlich merkwürdige Geräusche hören. Bekommen Sie das bis zum 22. hin? Habe festgestellt, dass er manchmal auch ziemlich langsam ist. Ihn scheint sich ganz schön Staub gesammelt zu haben. HDD ersetzen. Gut, den haben wir mal angenommen. HDD ersetzen. Und Staub entfernen natürlich. So, Seagate 1 Terabyte. Okay, Seagate oder Seagate nicht? Das ist ja immer die Frage, ne? So, Festplatte, huch. 1 Terabyte. Dann haben wir hier neue Teile. Nochmal neue Teile. Den nehmen wir an, weil den haben wir schon bestellt. Dann schauen wir mal, ob wir da ein paar neue coole Tools bekommen. Mhm. Das hier zum Beispiel. Bauteil-Leistungsanalyse. Bongel haben wir schon. Gut. Okay, das war's. Wir gehen. Tschüss. Hä? F. Okay, das war der junge Mann, der mit dem Arbeitsspeicher. Der hat ganz lieb geschrieben, dem helfen wir als erstes. So, Grafikkarte ausrüsten, RAM aufrüsten, machen wir noch alles. So, Grafikkarte, GTX 1050 Ti. Welchen RAM hat denn hier drin? So, auf den packen wir schon mal hier Speicher rein. Haben wir ja für den bestellt. Zack. Aber die Grafikkarte, da bin ich jetzt etwas irritiert.
Demolcho. Da verwechsel ich, glaube ich, gerade was, oder? Oder können wir die vielleicht nur reinbauen, wenn wir die andere rausgebaut haben? Aber das ist ja schon eine richtig gute eigentlich. Da weiß ich jetzt gerade nicht so ganz. Hat der nicht irgendwas von DFL geschrieben? Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich hätte natürlich auch vorher mal reingucken können, ne, was der für Sachen hat. Jetzt habe ich die rausgebaut, jetzt weiß ich gar nicht mehr welche. DFL. Da hatten wir noch die zweitbeste DFL-Karte bestellt. Die hier. Oder nicht? Hä? Warten Sie kurz. Grafik. Ja, das ist die hier, aber die... Okay. Naja, sein Bruder hat eine DFL. So. Anschließend, jetzt müssen wir da auch mal die Klammer wieder reinbauen. So. Sollte passen. Kabel. Keine Kabel. Okay. Gucken wir mal, ob er läuft. Sehr gut. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt richtig war. Ja, DFL. Blablabla. Kriegen wir den jetzt jeden Tag rein, den Rechner? Das ist natürlich... So, Viren bereinigen. Machen wir noch glatt. Ah ja, ich weiß, was ich vergessen habe. Hä? Geht das jetzt nicht? So. Jetzt aber. Was anderes wollte er nicht, ne? Nee. Diddle, diddle, die. Diddle, diddle, die. Ja, jetzt geht's hier langsam wie am Schnürchen. Zack. Jawoll. So, warte mal, dann HDD ersetzen. Das können wir direkt machen. Der Leon, der möchte seine HDD ersetzt haben. Und guck mal, wir haben jetzt auch die drei Sterne von dem Dings da. Diese Gehäuse sind alle so cool. Leon, 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 Leon. Jetzt wieder heimlich in deinem Zimmer gequarzt, ne? Und das ist alles in den PC rein. Was ist los mit dir?
So. Hier nochmal lang. Da nochmal lang. Da nochmal lang. Eine Zotac. Sehr schön. So, die muss ersetzt, schreibt er. Ja. Und ist die Abdeckung hier drauf? Ah! Gut. Es ist schon mal ein bisschen schwierig, an die Kabel ranzukommen. So, sie geht oder sie geht nicht. In dem Fall geht sie nicht. Kabel. Hat ja was von Kabeln geschrieben? Nein. Dann nehmen wir diesmal die richtigen. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, die falschen genommen. Aber das hat zu keiner Abwertung geführt. Das sind aber auch keine schwarzen, ne? Eigentlich. So, dann müssten wir jetzt eigentlich das wieder reinschieben können. Oder können wir das jetzt nicht reinschieben? Hallo? So. Zack. Also ich glaube, mit diesen Schrauben, ne? Wir können ja auch so ein besseres Werkzeug kaufen, aber mit diesen Schrauben, das geht ja so schnell. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. So. Geil. Naja. Grafisch, grafiktechnisch ginge da, ist glaube ich noch besser. Oh, Betriebssystem. Betriebssystem. Wir brauchen noch ein Betriebssystem. Ach so, will man das selber? Weiß ich nicht. Machen wir das selber? Hier mit dem Stick. Weiß ich nicht. Kaufen können wir es jedenfalls nicht. So, mit dem sollen wir eine Diagnose machen. So, schalten Sie die Probe ein und finden Sie heraus, was Problem, was passiert. Häufig gibt es schon das BIOS Anhaltspunkte, wo der Hase im Pfeffer liegt. Falls erstmal gar nichts passiert, liegt es möglicherweise an der schadhaften PSU. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe Komponente für Komponente. Oh ja. Der ist jedenfalls jetzt fertig. Ich habe bei dem Tisch nicht aufgepasst, ne? Der war ein bisschen zu teuer. Puh, da müssen wir aufpassen. Ach so, hier gehen schon die nächsten Aufträge wieder los. Eieiei. So, dann gucken wir erstmal nach dem hier. Gut. Schalten wir mal ein. Keine CPU. Aha. Dann ist die entweder durchgeschmort. Oder es ist keine drin. Eine Ryzen CPU. Pass mal auf, wir versuchen es erstmal mit dem hier und dem hier. Mal sauber machen. Ja, warte mal. Da
die Gehäuselüfter alle gar nicht angeschlossen. Ist die CPU durchgekokelt? Wie auch sein. Okay, wir bohren im nächsten Folge die CPU mal raus und wieder rein. Ne, kennen Sie ja. Ausmachen, einmachen und dann gucken, ob es geht. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.